Wir haben so viele Hunderte oder Tausende Leben gerettet und wir haben so viele Tausende Menschen einer lebenslangen Behinderung erspart, die sonst nach dem üblichen menschlichen Ermessen hier in Indien, die sonst ein Leben lang behindert geblieben wären. Und wir haben so viele Kinder aus der Lebensgefahr rausgeholt, die noch ein ganzes volles Leben vor sich haben. Das sind Erfolgserlebnisse, die halten einen hoch, die motivieren einen auch weiterzumachen. Nur die größte Herausforderung ist, dass es einfach eine sehr große Zahl an Menschen gibt, die gesundheitlich unterversorgt sind. Der John Burke sind schon seit vielen, vielen Jahren, der seit 1983. Und die versuchen, Ärzte, die auch im Jahr mal ihre Zeit spenden können, mindestens 6 Wochen in ein Projekt zu gehen, um dort Hilfe zu leisten. Basal, also erst eigentlich Basismedizin zu machen. Das ist unser System und diese Ärzte sind auch das Rückgrat der German Doctors und auch dieses Projektes. Und alleine könnte ich hier nichts bewirken. Basismedizin heißt, dass man ohne große Geräte, ohne großes Labor auskommt, dass man einfach seine Augen, seine Hände, sein Gehör benutzt, um die Menschen zu erkennen, wie sie krank sind, ob sie krank sind und wie schwer sie krank sind. Ein Schwerpunkt sind natürlich so chronische Erkrankungen, Hauterkrankungen, Krätze und Pilzinfektionen aufgrund der schlechten hygienischen Lebensbedingungen hier. Dann sind es viele Lungenerkrankungen, die Luft ist furchtbar verschmutzt. Wir sind ja jetzt hier an der Bahnlinie recht weit außerhalb von Kalkutta. Und es wird einfach unglaublich dünn hier mit medizinischer Versorgung. Also es gibt hier keine Klinik in der Nähe oder keinen Arzt. Nun in so einer Stadt, wo die Menschen so extrem eng aufeinander wohnen, wo auch die Hygiene nicht so gewährleistet ist, hat man vor allem Infektionskrankheiten. Wir behandeln jedes Jahr so 500, 600 Tuberkulosepatienten. Important St. Thomas Home is in Howrah Belilias Road. There is lot of tuberculosis patient. They have to stay 8 to 9 months. The first category patient, but we have the second category. I mean dot class we call the patients. They have to stay normally 18 months, nearly 2 years. Especially the women who married. Always their husband left them with 2-3 children, babies. Ich denke, man kann sagen, dass einige von denen, die jetzt hier in stationärer Behandlung sind, wohl nicht überlebt hätten, wenn sie in ambulanter Behandlung gewesen wären. Die German Doctors haben dieses Krankenhaus eigentlich aufgebaut. Wir haben jetzt hier 45 Betten für Tuberkulosekranke. Wir haben noch ein zweites Tuberkulosekrankenhaus, das allein für Kinder ist, sodass die German Doctors immer so, wenn man alles zusammenrechnet, ungefähr 100 stationäre Patienten haben, wegen Tuberkulose allein. Du raten, es ist ja gut. Dawai diya tha? Haan, dawai khaye to. Bahut dawai khaye, badi dawai thi. Ulti? Ulti, ulti lag raha tha, isliye kal shaam ko phir ulti ka dawai khaye. Phir aaj savere bhi khaye. Ich glaube nicht, dass ich die Welt verändern kann, aber ich versuche an der Stelle, an der ich bin, ein kleines bisschen Liebe zu geben. Ja.
Wir machen ab und zu mal Ausflüge mit den Patientinnen hier, denn diese Tuberkulosebehandlungen dauern viele Monate und ich glaube, die Patientinnen genießen das sehr, sind auch wieder etwas besser gestimmt. Ich mag die armen Leute und ich mag diejenigen, die sich um die armen Leute kümmern. Und wenn ich ein Ding auf der Welt ändern könnte, dann würde ich halt dieses Tuberkulosebakterium abschaffen. Die Tuberkulose ist eine besiegbare Krankheit, ist eine heilbare Krankheit und das hält einen hier.